Mittwoch, immer um 18 Uhr, immer direkt vor dem Kanzleramt. Denn Merkel muss weg. Daran führt kein Weg vorbei. Ja, damit recht herzlich willkommen bei Vor Ort aktuell, heute am Mittwoch, dem 11. August mittlerweile. Wir sind auch wieder mit dabei und in wenigen Minuten geht's los mit dem Merkel muss weg Mittwoch, die 221. Veranstaltung. Ja, und bis dahin schauen wir uns doch mal die aktuelle Kampagne an. Grüner Mist. In wenigen Minuten sind wir wieder zurück. Bis gleich. Herbst 2021. Die Grünen greifen nach der Regierung. Kommt eine grüne Kanzlerin? Wir halten dagegen. 50 deutsche Großstädte, mehrere tausend Großplakate und eine Mission. Die Bürger aufklären, was ihnen mit einer grünen Regierung wirklich blüht. Lassen Sie sich nicht für grün verkaufen. Für Freiheit, Demokratie und Wohlstand. Grüner Mist? Nein, danke. Ja, also wie gesagt, recht herzlich willkommen zu Merkel muss weg Mittwoch. Wieder direkt in Berlin vor dem Bundeskanzleramt. Heute die 221. Veranstaltung. Nein. Ja, der Typ hier hat ja gefragt, was steht denn jetzt hier noch, obwohl ja Frau Merkel sowieso abtritt. Ja? Hat er gerade gesagt, der Fahrradfahrer hier. Ja, also wir hatten hier gerade einen illustren Fahrradfahrer, liebe Zuschauer. Der fragt, warum wir hier stehen. Ja, eine ganz einfache Antwort. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Frau Merkel ist noch im Amt. Und wie sehr sie im Amt ist, hat man ja gestern am Dienstag gesehen bei der Pressekonferenz. Jetzt ab, beziehungsweise gestern ab 16.57 Uhr, glaube ich, war es. Und was für ein Irrsinn da beschlossen worden ist, haben wir ja gesehen. Und wer meint, Frau Merkel ist weg, na, der glaubt's. Ja, liebe Zuschauer, wir machen jetzt noch die Begrüßung. Ja. Damit wieder recht herzlich willkommen beim Merkel muss weg Mittwoch. Heute leider ohne Lautsprecher und auch ohne den Hausmeister. Der Hausmeisterpaar streikt. Schöne Grüße, Mario und Liane. Kleiner Scherz von dir. Aber die Lokführer streiken. Es gibt ja auch Probleme mit der Anfahrt heute. Richtig. Und wir sind natürlich auch wieder dabei und freuen uns, dass Sie auch heute wieder zuschauen. Und können nur die eindeutige Empfehlung geben, am 26. September Frau Merkel und die Mitläufer von ihr abzuwählen. Und deshalb sind wir hier. Und zwar zum Merkel muss weg Mittwoch und da heißt es Merkel muss weg. 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 Aber schnell. Genau. Ja, wie gesagt, ein ganz herzliches Dankeschön an euch alle, dass ihr heute bei der 221. wieder mit dabei seid und das ja nicht zum ersten Mal, sondern schon wie gesagt zum 221. Und wir freuen uns auch die Zuschauer, dass die wieder mit dabei sind. Ich grüße die Laia Yacera, die gerade auch dreimal Daumen hoch gegeben hat für uns. Grüße zurück. Ja, und wie immer fange ich an mit ein paar positiven Sachen. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen, noch funktioniert die Stimme. Und wir grüßen natürlich auch noch wir grüßen natürlich auch noch Franz Wiese, der ist aber heute und Liane, genau.
Franz Wiese ist aber heute in der Sitzung im Entsorgungsausschuss und zwar dort im Kreistag. Da kann er einiges entsorgen, genau. Richtig. So. Als erstes eine interessante Veranstaltung, da lade ich euch auch recht herzlich ein, am Freitag bereits mit Andreas Wild, der ist in Berlin-Kreuzberg am Checkpoint Charlie und erinnert an die Folgen des Mauerbaus vom 13. August 1961 und da beginnt eine Veranstaltung, wie gesagt um 18 Uhr in der Zimmerstraße 26, das ist an dem dortigen Peter Fechtner Gedenkstätte. Das ist also die Parallelstraße von der Kochstraße, wenn man U-Bahnhof Checkpoint Charlie aussteigt. U-Bahnhof Kochstraße. Und das wie gesagt 18 Uhr mit Andreas Wild und prominenten Gästen ab 18 Uhr jetzt am Freitag. Am Freitag, dem 13. im Übrigen. Das sagen wir noch dazu. Denn die nächste Veranstaltung, Samstag, der 14. Wer Lust und Laune hat, nach Friezen zu fahren, dort ab 16 Uhr das Volksfest der AfD mit Alexander Gauland, Birgit Bessin, Daniel von Lützow und Lars Günther und vielen anderen. Samstag, 16 Uhr in Friezen, also in der Nähe von Strausberg. Und oder so bis Bad Freienwalde, aber am Freitag wird ja vermutlich noch gestreikt, ich glaube bis 2 Uhr morgens. Oder bis 2 Uhr morgens, dann könnte man schon wieder fahren, genau. Und die dritte Veranstaltung ist dann am Sonntag, der 15. August, eine hochkarätig besetzte, und zwar in Zossen. In Zossen zwischen 11 und 14 Uhr. Und dort ist ebenfalls mit dabei Dr. Alexander Gauland, Birgit Bessin, Steffen Cordré, Anna Leisten, das von der JA Brandenburg, Daniel von Lützow und auch von uns die bekannte Laila Bilge, die spricht dort auch in Zossen. Wie gesagt, Sonntag, 15.8. Ich wiederhole nochmal die drei Termine. Einmal Freitag, Zimmerstraße 26 in Berlin-Kreuzberg mit Andreas Wild. Freitag, der 13. 18 Uhr. Samstag in Friezen, 16 Uhr am 14. August und in Zossen dann am Sonntag, dem 15. August ab 11 bis 14 Uhr. Und noch eine spannende Veranstaltung für alle, die in Erfurt wohnen, sozusagen in Thüringen. Björn Höcke und Stefan Brandner sind dort zusammen mit Sascha Schlosser am 15 Uhr in Erfurt am Anger zu sehen. Ja, und zwei weitere Sachen noch. Vorgestern war ja wieder Pegida in Dresden. Und die nächste Veranstaltung dort, die 236. ist am Montag, dem 30. August auf dem Altmarkt 18.45 Uhr. Und die spannende, die 237. am Montag, dem 13. September am Hauptbahnhof ab 19.15 Uhr. Und dort ist ebenfalls denn dabei Björn Höcke und Jens Meyer. Björn Höcke hatten wir am 13. September. Björn Höcke hatten wir bei Merkel muss weg Mittwoch auch schon einmal gehabt. Wer kann sich noch erinnern? Ja. Ja. Nach dem Anschlag, ne? Das war an der Gedenkfeier nach dem Anschlag am Breitscheidplatz. Genau. So, das soweit die Termine. Also auch für Sie, liebe Zuschauer, die spannende Sache. Wenn Sie in Berlin-Brandenburg unterwegs sind, schauen Sie auf jeden Fall dort mal vorbei. Ja, ansonsten im Kanzleramt ist wieder Ruhe. Gestern war ja dort Frau Merkel mit den Regierungschefs der Länder, allerdings nur mit Herrn Müller aus Berlin und von der CSU. Herr Söder war persönlich anwesend, die anderen waren alle nur in Live-Übertragung per Video zu sehen. Und da ging es unter anderem, ja wie gesagt, um die Verschärfung der Impfsachen, die jetzt bereits am 23. August dann auch in Kraft treten werden. Also zum Beispiel denn nicht mehr ungeimpft oder nicht mehr genesen und dieses andere kann man zum Beispiel in geschlossenen Räumen dann reingehen. Das bereits ab 23. August, also nicht mehr lange hin. Da kommt man nicht mehr rein. Also zum Beispiel körpernahe Dienstleistungen, also wenn man das Toupet wieder richten möchte, Restaurants, was gibt's noch? Friseure, bereits ab 23. August nur noch getestet, geimpft.
Supermärkte fallen nicht darunter. Das haben sie bisher nicht umsetzen können. Auch wenn Herr Söder das denn unter dieses 2G gerne verstecken möchte. Ja, ja, das kann alles noch kommen. Das ist noch nicht vom Tisch. Aber noch nicht ab 23. August, sondern spätestens danach der Wahl. Na gut. Ja, denn gibt es auch eine interessante neue Seite, die man nur empfehlen kann. Und zwar diese Seite grüner-mist.de. Grüner mit EE, mit UE. Das ist eine neue Seite. Schaut da auf jeden Fall mal drauf. Wir haben das auch in der Verlinkung drin. Und da wird nochmal aufgerüttelt aus Hamburg, was da so für ein Irrsinn ist. Ja, Petra heute weit weg, sie traut sich nicht ran oder hatte technische Probleme. Möglich ist ja vieles. Werden wir gleich mal rauskriegen. Petra, rupfen wir nachher sowieso noch ein Hühnchen. Und ja, wir haben es ja jetzt auch gesehen. Jetzt geht's ja los in Berlin mit den Plakaten. Auch Resan hat garantiert jetzt entdeckt, dass es jetzt hängt. Es gab nämlich die Bestimmung, dass es nur 7 Wochen, also ab 7 Wochen vorher darf man erst in Berlin. Wusste ich so auch noch nicht. Deshalb war es nämlich letzte Woche noch nicht. Ab Freitag wurde angefangen. Aber wenn man die Plakaten sich anguckt, ja, die Themen sich anguckt, alle Parteien quer, niemand spricht wirklich die wirklichen Themen an. Nur außer ein paar AfD-Plakate. Fand zumindest mal kurz und knapp. Die Souveränität und Verfassung. Ja, ja, das kann man durchaus kritisieren. Habe ich ja neulich schon mal gesagt, auch beim letzten Wahl waren die AfD-Plakate durchaus hübscher gestaltet vom Schrifttyp her als dieses Mal. Ist jetzt nur noch anormal, also nicht besonders schön. So, was hatten wir noch? Wir haben ja wieder ein paar interessante Meldungen. Also ich habe zum Beispiel etwas zu kritisieren. Ja. Jetzt wählen wir und dann muss doch ein Amtsheit geschworen werden. Ja. Wir können gar nicht dem deutschen Volk dienen. Wer will jetzt Kanzler werden? Naja. Amtseid verraten wir das Volk. Es gibt eine Menge noch zu tun, auf jeden Fall. Und wir wählen wieder das Gleiche. Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass sich da was ändern wird. Zum Beispiel auch jetzt in Brandenburg ja was Spannendes. Es gibt eine AfD-Anfrage. Ja, danke. Ich muss aber hier in der Nähe bleiben, sonst bin ich zu hören für die Zuschauer zu Hause. Und zwar dort im Landtag Brandenburg die Drucksache 7/3975. Und diese Anfrage macht nämlich die Linke nervös. Wenigstens überraschend ist, dass dort die federführende Figur des Bündnisses Rheinsberg 2.0, ein Politiker der Linkspartei Linke, Johann Frederik, genannt Frege Over, ist. Der ist nämlich dort sozusagen Fraktionsvorsitzender der Linken in der Rheinsberger Stadtverordnetenversammlung und saß davor viele Jahre für die sozialistische SED-Nachfolgepartei PDS im Berliner Abgeordnetenhaus und war Mitbegründer der linksradikalen Jugendorganisation Solid und pflegte enge Kontakte zur linksextremistischen autonomen Szene, zum Beispiel in Friedrichshain-Kreuzberg. Und die AfD macht da doch hingehend mal eine tolle Anfrage, die AfD Brandenburg, und zwar bei Rheinsberg 2.0. Wir fragen die Landesregierung, welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über das Bündnis Rheinsberg 2.0, insbesondere über dessen Ziele und Mitglieder? Zweitens stellte das Bündnis Rheinsberg 2.0 bereits Anträge, um Fördermittel über die Landesregierung zu beziehen? Drittens, wie ist der aktuelle Sachstand der Anfrage des Bürgermeisters der Stadt Rheinsberg an das Innenministerium im Hinblick auf arbeitsrechtliche Möglichkeiten, um die Weiterbeschäftigung des besagten Mitarbeiters in der Touristeninformation Rheinsberg zu unterbinden? Vierte Frage, wie bewertet die Landesregierung den von dem Bündnis Rheinsberg 2.0
2.0 polemisierten Vergleich des Beschäftigungsverhältnisses des Mitarbeiters in der Rheinsberger Touristeninformation mit einer möglichen Unterwanderung der Stadtverwaltung Rheinsberg durch den nationalsozialistischen Untergrund. Teilt die Landesregierung diese Einschätzung? Fünfte Frage: Wie ist der aktuelle Sachstand in den Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft bezüglich der geschilderten Äußerung des Bündnisses Rheinsberg? Gegen wen richten sich insoweit die Ermittlungen? Sechste Frage: Sofern strafrechtliche Ermittlungen bereits durchgeführt werden wegen des oben beschriebenen Sachverhaltes, schließt sich die Frage an, ob das Delikt vom kriminalpolizeilichen Meldedienst in die Kategorie politisch motivierte Kriminalität eingestuft wurde. Siebte Frage und eine spannende Frage, das könnt ihr nochmal nachhören, es geht jetzt nämlich um dieses Rheinsberg-Sache. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über mögliche Kontakte von Frege Ober zur linksextremistischen Szene? Bitte näher ausführen. Und welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über linksextremistische Aktivitäten in dem von Frege Ober betriebenen Ferienland Lume? Und nächste Frage, welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über das Verbreiten von linksextremistischen Gedankengut bei den Kinderferienlagern des Ferienlands Lume? Zehnte Frage, welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über eine Kontaktaufnahme von Fraktionen der Rheinsberger Stadtverordnetenversammlung mit der Koordinierungsstelle bzw. mit Akteuren des Handlungskonzeptes Tolerantes Brandenburg hinsichtlich der Planung eines regionalen Bündnisses gegen Extremismus? Also das ist die spannende Sache dort, sozusagen, was dort gefragt wird. Und da sind die Antworten ja besonders interessant, die denn auch auf diese Anfrage kommen. Es gilt in Berlin immer noch die Abstandsregel 1,50 Meter und die Maske. Ich weise nur noch mal vorsichtshalber drauf hin. Ja. Und auch die Geimpften tragen Maske. Warum denn das? Auch das ist der Fall. Und entscheidend ist, dass halt in Berlin das immer noch gültig ist. Und wir haben dann auch gleich als Zweites einen nächsten Punkt, den wir heute ansprechen werden. Und da geht es dann um ARD und ZDF. Ich habe jetzt momentan gerade die Polizei hier. Guten Abend. Guten Tag, Sie ja. Sind bestimmt der Herr von Süde. Nein, das ist nicht mehr. Besser. Ich muss so viel Strafe bezahlen, habe ich einen Überblick verloren. Ich kann noch ins Knöllchen schreiben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich antworten muss. Ich habe so einen Stapel. Boah, 16 Leute sind nur noch mehr Geld verschenkt. Richtig, die bei ihm kann gar nicht schlimmer werden. Also, es ist schon schlimm. Doch, es kann immer noch schlimmer werden. Noch ein Bußgeld drauf kann auch nicht ändern. Ja, aber die sind gemein, die wird sich zu gucken. Wenn sie da ist, wird sie da, denn die werden die dauernd anrufen. Was soll man sagen? Ja, aber so gesagt. Mein Schiff hat etwas gesagt. Das ist doch kein Polizist. Ja, wir hatten das Thema ARD und ZDF. Und da ist ja unter anderem, wir hatten es letzte Woche ja angesprochen noch, für alle, die hier waren, prompt, einen Tag später, 9.30 Uhr, lag das Urteil dann doch schon fertig vor. Gebührenerhöhung um 86 Cent und das sogar rückwirkend, ich glaube ab 20. Juni bereits. Und das zeigt, wohin es führt. Und das zeigt auch, wohin es führt. Ja, wir gehen mal hier die Schlagzeile, merken uns mal ARD und ZDF, kommen wir auf die Bild-Zeitung. Hier hält nämlich unser toller Mitstreiter mal hoch die Bild-Zeitung von Dienstag, 10. August. Und zwar ist das die Bild Berlin-Brandenburg. Das war auch bei den überregionalen und bei den einzelnen Bundesländern ja, war die Überschrift Kanzlerin. Wir wollen Einigkeit und Recht und Freiheit. Hört auf mit der Spaltungs- und Paniksprüchen. Gleiche Rechte für alle Menschen, Geimpfte und Ungeimpfte. Schluss mit Einschränkung unserer Grundrechte. Wir wollen demonstrieren dürfen. Wir wollen, dass jeder in die Kirche darf oder ins Fußballstadion. Jeder kann sich impfen lassen. Wir brauchen Vorschriften nicht. Und da stand auch noch drüber,
dass die Bild sagt, harte, also das, was die Frau Merkel will, ist Verlängerung der Maskenpflicht, harte Auflagen für Feiern, Diskos, Clubs und strengere Testpflicht für Ungeimpfte. Ja, man hat sich zu Wort gemeldet, ja, beim Springer Verlag immerhin. Ja. Aber gebracht, ja, hat es nicht. Genau. Ja. Und die Bild-Zeitung, ich sehe es gerade hier unten, mittlerweile 1 Euro teuer. Es ist auch mittlerweile trotz alledem immer noch die Blöd-Zeitung. Aber wir haben mal immerhin über diese positive Nachricht durchaus wohlwollend als Bürger und ich persönlich als alter Bild-Zeitungskäufer, aber schon lange nicht mehr, 1900 noch was habe ich denn aufgehört, wie es nämlich nicht mehr Axel Springer war. Und wie gesagt, da demzufolge Pluspunkt, aber Bild-Zeitung nach wie vor auch von mir und von vielen anderen als Blöd-Zeitung benannt und zu Recht. Inhaltlich, optisch stimmt nämlich vieles nicht. Genau. Knapp 1 Million Auflage. Ja, und früher 5,6 Millionen Auflage und jetzt knapp nur noch über 1 Million, die das sich noch näher zu Gemüt bringen. Kommen wir nochmal zurück zu ARD und ZDF. Das Urteil, wie gesagt, ist durchgeführt worden. Donnerstag, 9.30 Uhr letzte Woche, hatte man das Urteil denn sozusagen veröffentlicht. Und das heißt denn sozusagen, die neue Summe ist denn 18,36 Euro, es steigt denn von 17,50 Euro auf 18,36 Euro. Und seit der öffentlich-rechtliche Rundfunk gegründet wurde, und zwar bereits 1950, also in der damaligen Bundesrepublik, in der DDR war es ja anders, darf man auch mal nie vergessen, also da gibt es ja gewisse Unterschiede, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk seit 1950 zu einem Imperium angewachsen, das Milliarden verschlingt. Jetzt gibt es wieder von mir ein paar Umfragedaten. Wie viele Mitarbeiter arbeiten bei den ARD-Anstalten, beim ZDF und beim Radio? Fangen wir doch mal an. Der gestehende Mitarbeiter würden Sie schätzen, arbeiten beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Wie viele? Null, würde ich sagen. Weil alle Macke sind. Das würde ich auch so sagen. Aber null ist zu wenig, es sind immer noch mehr. Gehen wir rüber mal zu Heidi. Die Frage war, wie viele Mitarbeiter sind beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Er hat gesagt, es sind null, weil die alle nicht mehr taugen. Hat er ja recht im Endeffekt. Wir warten mal kurz die Polizei ab. Und die Feuerwehr, hier fährt auch die Feuerwehr noch. Also ein Moment Geduld. Heidi ist schon voll im Blick. Ich weiß es nicht, wie viel das sind, was aber auf alle schätzen? Fälle zu viel. Genau. Zu viel. Für auch zu eine viel. Gute Antwort. Ihr werdet euch gleich wundern, wie viele sind. Hier noch jemand, wie viele arbeiten beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk? 12.000. 12.000? Ich sage, es gibt zwei Zahlen. Die offiziellen, die angestellt sind, und die inoffiziellen. Weil das ist ein. Nein, es geht jetzt um die Festen sozusagen. Ach so, da schätze ich mal 22.000. Da liegt er nicht so falsch. Reza war auch nicht falsch. Es sind insgesamt rund 23.000 Mitarbeiter beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hier ist eine nette Dame bei mir links. Sie haben eine Frage. Nein, Sie wollen mal zuhören. Wir haben heute leider kein Mikrofon, deshalb nur ein bisschen schreien. Das ist etwas schwierig. Wir sind momentan gerade bei AD und ZDF. Und da war gerade die Frage, wie viele Mitarbeiter haben dort sozusagen sind dort beschäftigt bei den ARD-Anstalten, beim ZDF und beim Deutschlandradio. Was würden Sie schätzen? Haben Sie es eben mitbekommen? Wie viel könnten das sein? Ich habe eine Zahl von 23.000. Ja. Genau, 23.000 sind es. Das ist doch eine große Anzahl eigentlich. Nicht für das bisschen Programm finde ich das. Wir brauchen 23.000 Menschen, um unsere Hirn zu waschen. Ja, so kann man das auch sagen. Die Tagesschau ist nicht mehr das, wie bei Dagmar Berghoff war.
Also ich würde sagen, die GEZ sollte die Gebühren an uns bezahlen, dass wir diesen Schund uns anhören. Ja. Oder zumindest, wie es noch kurz nach der Wiedervereinigung war und wo es dann noch schön war, Dagmar Berghoff oder Werner Feigl oder so aus Hamburg, die Tagesschau oder die Heute-Nachrichten mit Frau Müllendorf, die kennst du bestimmt auch noch, ZDF, ihr Programm, da hat ja der Beitrag 15,50 Mark gekostet und das wäre jetzt also D-Mark umgerechnet in Euro, wären das 7 Euro noch was. Und jetzt war es ja gerade die Erhöhung auf 18,36 Euro. Das sind ja über 35 D-Mark. Und jetzt ist ja schon. Darf ich kurz stören? Ja. So, hier haben wir wieder illustre Fahrradfahrer mit meinem grünen Höschen. Herzlich willkommen. Ja. Wollten Sie was sagen, oder? Ich würde gerne, also ich ganz offiziell, wir informieren Sie auch noch. Videomaterial ja, wenn Sie hier die Versammlungsfläche betreten, sind Sie leider betraut. Das ist eine öffentliche Veranstaltung. Ja, ich sage Ihnen das auch ganz offiziell. Ja. Dann müssten Sie weiter rübergehen. Dann fahre ich weiter jetzt, genau. Ja. Und ich möchte nicht, dass das irgendwo aufkommt. Doch, wir sind gerade live. Wir waren live jetzt überall zu sehen. Das ist ja sowieso ein Stand. So, der Fahrradfahrer mit dem grünen Höschen ist wieder verschwunden. So, wir machen weiter. Also. Ich wiederhole nochmal, auch für die nette Dame. Also seit 1950, da in der Bundesrepublik wurde das ja gegründet, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat mittlerweile 23.000 Mitarbeiter und die arbeiten bei 9 ARD-Anstalten, verteilt auf dem gesamten Bundesgebiet. Und von diesen 23.000 sind nur 3.500 beim ZDF. Ja. Das ist ja schon mal erstaunlich. Und 1.400 Personen oder Mitarbeiter arbeiten beim Deutschlandradio. Also der größte Anteil hat nach wie vor die ARD. Also kann man doch durchaus einiges einsparen. Nicht nur an überflüssigen Fernsehsendern, sondern auch an Mitarbeitern, würde ich mal sagen. Und an den Finanzen. Und ja. Vor allen Dingen an den Finanzen, beziehungsweise mit den Gehältern dort runterzugehen. Mhm. Es ist ja nicht mehr nachvollziehbar, wie jetzt ein Herr Buro schon wieder eine Erhöhung bekommen hat vom Westdeutschen Rundfunk. Und eine Klorolle bitte für die Dame. Das war Mittelfinger, das war Beleidigung. Fahren Sie nicht gegen den Poller. Guten Abend noch. So. Also es sind nicht nur Fahrradfahrer mit grünen Höschen, sondern es sind auch Fahrradfahrerinnen. Wollen wir sie doch genau beschreiben. Ja, und jetzt wird es noch spannend. Wir waren ja wie gesagt gerade bei Tom Buro und der wurde jetzt ja erhöht, das Gehalt von ihm auf sage und schreibe. In einem Jahr bekommt Tom Buro 404.000 Euro. Warum und weshalb? Und die Pension noch dazu. Und die Pension kommt denn noch dazu. Das ist nämlich auch ein riesengroßer Anteil, der dort sozusagen verschlingt. Er bekommt mehr als Bundeskanzler. Ja, natürlich. Ja. Doppelt so viel. Also er ist bei 35.000 im Monat so in dem Dreh. Für was? Vermutlich, dass man sich das irre Programm überhaupt antut, sind wir wieder bei Ihnen. Die Summe müsste man kriegen, damit man sich das denn sieht. Und ein Herr Thiel im Gefängnis, wohlgemerkt. Ja, und der Herr Thiel, der da nicht gezahlt hat, den Rundfunkbeitrag, der sitzt jetzt schon seit wann? Seit März? Ja, genau. Im Gefängnis, weil er seinen Rundfunkbeitrag nicht gezahlt hat. Und der WDR lässt nicht locker. Und er zieht es aber auch durch. Aber muss dafür, weil er halt den Rundfunkbeitrag nicht gezahlt hat, im Gefängnis sitzen. Er muss ein halbes Jahr durchhalten. Ja, er müsste die nächsten Tage rauskommen. Ich habe von ARD ZDF GEZ-Gebühren. Ich habe 1133 Euro drauf. Ich habe kein Geld. Ja, Herr Reza, da hast du aber auch schon einiges nicht bezahlt. Ja, wir machen noch weiter. Meine Stimme funktioniert noch. Wir haben im Übrigen auch gleich kurz vor 18.30 Uhr, da wird bei uns nämlich mal die Nationalhymne gesungen. Ich bin auch nur die Vertretung heute. Das hier eine Veranstaltung sozusagen von der AfD Brandenburg. Wir sind nicht aus Berlin, sondern AfD Brandenburg. Und ein Landtagsabgeordneter, der Franz Wiese, macht das. Und ich bin heute Vertretung, weil er in der Sitzung ist. Ich bin sonst nur der Kameramann. Aber recht herzlich willkommen, wie gesagt. So. Dankeschön, liebe Heidi. Ohne euch geht auch nichts, wenn ihr jetzt nicht hier wärt. Da hätten wir auch recht wenig. Kommen wir nochmal zu ARD und ZDF. Wie viele Fernsehsender, ich habe nochmal zwei Fragen an euch, gibt es momentan? Fernsehsender nur von ARD und ZDF. Fange ich mal bei der netten Dame an. Was würden Sie schätzen? Nur Fernsehsender von ARD und ZDF. 9. Gibt es weitere? 12.
12? Genau, 12. 18? Ich guck mein Fernsehen. Du machst 21, ich passe. Ich sage aber 20. Wer hat 21 gesagt? Ich sage auch 20. Wie soll es sagen? Achso, ja. Achso, okay. Ja. Es sind tatsächlich 21 Fernsehsender. Also diese ganzen Unterkanäle, die in dem Sinne, die man guckt. Ob nun Bonn. Bonn oder dieses ganze. Was gibt's noch? ZDF Info, ZDF Neo, Tagesschau, Tagesschau. Tagesschau 24 und so weiter. Genau. Also im Endeffekt, Alpha, wie es früher, viel zu viel. Kinderprogramm gehört ins Hauptprogramm rein und auch durchaus Sendeschluss und so weiter. Ist ja nicht verkehrt. Man muss ja auch ja nicht rund um die Uhr immer sind. So. 21 Fernsehsender, wie gesagt. Und jetzt kommen wir zu den Radiostationen, die ARD und ZDF betreiben. Nochmal die gleiche Frage. Wie viele Radiostationen betreiben ARD und ZDF? Oh. Heidi? 25. 40. Resa? 12. 30. Hier nochmal die nette Dame. Radiostationen. Alle Stationen. Sind mehr. Landesrundfunkanstalten. 90! Die beste Meldung von der Dame, 73 Radiostationen, also 21 Fernsehsender und 73 Radiostationen. Und das Spannende, was wir heute so lesen, RT Deutsch, die sich ja um eine Frequenz bemüht haben in Deutschland, bekommen nicht, wurde abgelehnt. Wir haben ja schon genügend französische Sender, türkische Sender, die haben alle Lizenz bekommen, aber RT Deutschland darf es nicht bekommen. Und die müssen jetzt ausweichen nach Luxemburg, vielleicht klappt es nämlich dort. Wenn man nämlich eine Lizenz in einem europäischen Mitgliedsland hat, sozusagen, kann man dann europaweit senden. Und das wird angeblich aus gesetzlichen Gründen angeblich nicht gemacht. Angeblich. Ja. 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 Weiter bitte. Ich wollte wissen, wie viele Gerichte wir in Deutschland haben, weil Gerichte sind sehr wichtig. Auch eine interessante Frage. Weiß es jemand, wie viele Gerichte wir haben? Also es wird in die Tausende gehen. 1086 Gerichte haben wir in Deutschland. Und Angela Merkel lädt die Verfassungsrichter ein, bevor sie es erscheinen sollen. Ja, das hatten wir ja hier auch im Juli. Also die haben keine unabhängige Justiz. Nettes Abendbrot mit Frau Merkel. Es hat sich verschlechtert, die Legislative, Exekutive und so weiter. Genau. Es soll ja ein bisschen getrennt schon sein. Wir haben es. Wir machen gleich weiter mit ARD und ZDF. Wir grüßen auch die Zuschauer hier im Hintergrund. Guten Abend. Und für uns um 18.30 Uhr heißt es immer die Nationalhymne. Und heute leider ohne Mikrofon, sonst wären wir besser zu verstehen. Aber trotz alledem, ich bitte darum, Roswitha, Nationalhymne. Und jetzt sind wir die deutsche Nationalhymne. Ja. Freiheit und Recht und Freiheit. Herz und Hand. Hallo Uwe. Mama, du hast doch gesehen, was da war. Erklär es mal Papa, was da war. Jawohl, bravo, herzlichen Dank. Im Hintergrund war es ein bisschen dürftig. Es ist auch Ihre Nationalhymne. Sie hätten durchaus mitsingen können. Ja, machen wir weiter, ARD und ZDF. Aber spannend fand ich ja, Resa merkt sich nochmal die Gerichtssache, spannend fand ich ja, dass man mit der Nationalhymne die Fahrradfahrerin genauso zum Zittern gebracht hat wie Frau Merkel. Wie die ja eben gerade losgelegt hat und rumgeschrien hat, das ist ja nicht zu glauben. So, also wir waren jetzt bei der ARD und ZDF. 23.000 Mitarbeiter, 9 ARD-Anstalten, 3.500 sind dort beim ZDF beschäftigt, 1.400 beim Deutschlandradio, 21 Fernsehsender gibt es, 73 Radiostationen. Allein das kleinste Radio Bremen, das ist ja auch eine Anstalt, leistet sich 5 Radiosender. Der Norddeutsche Rundfunk, früher ja auch in Berlin zusammen, NDR, Radio Bremen, SFB, oder SFB Nordkette. Noch schön war, denken wir an Frau Müllendorf oder so. Der NDR
hat 11 Radiosender, erstaunlicherweise. Und dazu kommen noch zahlreiche Orchester. Allein NDR und Westdeutscher Rundfunk unterhalten je 4 Orchester. Da will ich ja noch gar nicht sagen, Orchester ist nicht schlecht, sobald sie gut spielen können. Da kann man ja sogar noch sagen, sollen sie machen. So, was gibt es noch Interessantes bei ARD und ZDF? Die Gebühreneinnahmen der Sender im letzten Jahr. Wir wissen es ja, es geht in den Milliardenbereich. Mhm. Insgesamt wurden eingenommen im letzten Jahr 7,96 Milliarden Euro. Ja. Wenn ich mal umrechne, wieder in D-Mark. 15 Milliarden D-Mark. Nur allein durch die Zwangsgebühren vom GEZ sozusagen. Oder wie es so schön heißt, jetzt Beitragsservice. Das ist uns natürlich auch schon bekommen. Die Intendanten beziehen dort fürstliche Gehälter. Zu den Spitzenreitern hat es vorhin schon gesagt, WDR-Chef Tom Buro, der war ja mal bei der Tagesthemen, der bekommt 404.000 Euro Grundgehalt. Ex-Bayerischer Rundfunkintendant Ulrich Wilhelm kassierte zuletzt 403.000 Euro. Herr Wilhelm, ja bekannt, hatte mal für Frau Merkel im Kanzleramt gearbeitet. Die Pensionen, jetzt kommen wir zu ihm, sind gigantisch. Allein beim Westdeutschen Rundfunk, also Köln, die Aufwendung für Ex-Mitarbeiter im Ruhestand betrugen im vorletzten Jahr rund 264 Millionen Euro. Nur für Gehälter im Ruhestand. Zum Vergleich, 373 Millionen wurden als Gehälter an die 4.200 aktiven Mitarbeiter ausgezahlt. Macht zusammen mehr als eine halbe Milliarde Euro. Beim NDR erhöhten sich die Aufwendungen für Gehälter und Pensionen innerhalb eines Jahres um fast 15% auf 485 Millionen Euro. Allein nur beim NDR. Ja, und was fällt noch darunter? Zum Beispiel teure Gebäude. Der NDR wollte sein Haus sanieren und auch einen Neubau machen in Köln. Das sollte angeblich zuerst nur 80 Millionen für Bau- und Planungskosten sein. Zuletzt wurden es denn aber doch 240 Millionen Euro Gesamtkosten. Der WDR legt Wert auf die Feststellung, dass in diesen Kosten des Gesamtprojekts auch Kosten für die IT oder Mietkosten für Ausweichflächen enthalten sind. Ja, und die KEF, diese Kommission, hat die hohen Kosten massiv kritisiert. Und die anerkannte Nettoaufwand für die betrieblichen Altersvorsorgen der Sender beträgt laut dieser KEF 2,5 Milliarden Euro. Davon entfallen insgesamt 2 Milliarden an die AD-Anstalten und 34 Millionen an das ZDF. Interessiert mich nicht, ich zahle nicht. Aber es zahlen immer noch zu viel. Ja, da hinten macht jemand eine Beleidigung. Sie wissen das, wenn Sie in Berlin das machen mit dem falschen Finger bei der Polizei, ist das 900 Euro wert? Ist das 900 Euro wert? Man sieht, aus welchem Elternhaus Sie kommen. Mit Bier. Ja. Und wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Nein, es ist eine Beleidigung. Der Mittelfinger ist eine Beleidigung. Das gilt auch für Sie. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Genau. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Super. Und für Sie, lieber Herr, mit dem Fahrrad, wir siezen uns. Ich hab gesagt, wir können noch einen Merkel, aber abgesehen davon, was Sie jetzt schon mal ein Fahrrad gesehen haben, das ist keins. Ja, das ist ein Elektroroller, in der Tat. Also kein Fahrrad. Aber trotzdem, guten Tag noch. Angenehmen Tag. Viel Spaß, ihr Clowns. Dankeschön, aber vom Zirkus kommen wir nicht, da irren Sie sich, wir sind deutsche Bürger. So, machen wir weiter. Illustre Fahrradfahrer, Rollerfahrer, Fußgänger gibt's ja hier. Wir hatten ja schon viele von durchgeknallten Ärzten, nicht wahr, Heidi? Die mal so die Menschenwürde einfach mal runtertreten. Ja. Ne? Wie gesagt, wir hatten es letzte Woche vorgestellt in der Zeitung. Ja. Mittelfinger gegenüber der Polizei, 900 Euro Strafe. Richtig. Ja.
Ja. Also eindeutige Beleidigung. Richtig, genau. Ja. Tage, so ist es. Ja. Naja. So, kommen wir jetzt auf Berlins Wahlplakate. Ihr habt ja schon gesehen, ich habe hier was von der SPD in der Hand. Also das ist nicht zufällig. Da gehen wir denn nachher noch genauer ein. Da ist nämlich unter anderem mit Frau Giffey, die jetzt auf gewissen Zeitungen Werbung macht. Aber farbenmäßig ist sie bei uns. Ja, farbenmäßig ist sie doch ziemlich blau angelaufen, in der Tat. Sehr gut. Mehr dazu gleich. Genau. Ja. So. Ja. Berlins Wahlplakate. 7 Wochen vor dem Wahltag, ich hatte es auch vorhin schon gesagt, dürfen die Parteien ihre Kandidaten und Botschaften auf Mittelstreifen an Lichtmasten präsentieren. Und jetzt gibt es wieder von mir eine lustige Fragerunde. Was meint ihr, auf wie vielen Großflächen, also das sind diese Großplakate, diese riesigen großen, hat die SPD Franziska Giffey Plakate? Also wie viele Großflächen und wie viele kleinere Plakate? Was würde ihr so tätten? 300 große. Nur in Berlin? 300 große und kleine? Nee, große 300 nicht. Große 100, würde ich sagen. Große 100 und die kleinen? Kleine 300. Ja, hinten noch eine Meinung. Das ist eine gute Meinung. Wir fragen mal Petra, wie viele, beziehungsweise Maria, wie viele Großplakate und kleinere Plakate hängt die SPD auf? Was würdest du schätzen? Bei uns hängen schon über 10 Stück, die hängen bestimmt so 200.000. 200.000? Naja, vielleicht als ganz kleine. Ich löse auf. Die SPD hat angemietet 400, also du warst auch gar nicht so weit weg, 400 Großflächenplakate und verteilt von sowas ähnliches, was ich hier habe, aber was an den Lampen hängt, 10.000 Franziska Giffey Plakate und das Motto ist dort ganz sicher Berlin. Und der Wahlkampfetat der SPD beträgt in Berlin oder für Berlin 1,8 Millionen. Und für die Insider, die es interessiert, der Berateragentur ist das Ballhaus West bei der SPD. Also die kommen denn auf solche illustren Plakate, wo dann zum Beispiel das Herz eckig ist. Und Frau Giffey in der Tat doch ziemlich blau auffällt. Also ist auch sehr verdächtig. Das ist das blaue Wunder. Also viel lustiger ist noch, Klaus, viel lustiger ist die Barbara lachen. SPD wurde auch gerne mal als soziale Partei für dich. Ja, soziale Partei für dich. Ja, da fällt mir Herr Scholz ein, der doch gerne geimpfte Bratwurst in Umlauf bringt. Genau, oder so. Genau. Haben wir was verwechselt? Bratwurstimpfung, oder? Naja. Jetzt fällt mir wieder Herr Jens Spahn ein. Jetzt wird es ganz prima nicht. Hör mal auf. So, kommen wir zu den... Sparen wir uns den Spahn. Dede. So, kommen wir zu den Grünen. Auch jetzt nur wieder Berlin betreffend, das ist nicht Berlin-Brandenburg, sondern nur allein Berlin, Berliner Wahlplakate. Auch, ich lese jetzt mal vor, aber ihr würdet es vermutlich auch wieder richtig einschätzen. Bei den Grünen gibt es 400 Großplakate berlinweit und 5500 Bettina Jarasch-Plakate. Das Motto von ihr dort, klar geht das. Also bei der SPD heißt es ganz sicher Berlin und bei den Grünen klar geht das. Die Grünen im Gegensatz zur SPD, die 1,8 Millionen Wahlkampfetat hat, haben die Grünen allein für Berlin 2,7 Millionen Euro Wahlkampfetat und die dortige Agentur ist die Eckart Schmidt, also komischer Name, aber so steht es dran. Die Eckart Schmidt. Aber wo kommt das Geld her? Zum Beispiel durch die Großspenden von, wir haben ja welche bekommen und da waren ja unter anderem Großspenden auch von Windkraftanlagen, ich glaube, oder aus dem IT-Bereich. Ja, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie diese Gesetze so machen. Ja, natürlich, klar. Natürlich. Ja. Kommen wir weiter zu Die Linke, SED-PDS. Die hat auch in Berlin einiges ja vor. 300 Großflächenplakate und davon 2200 kleinere Klaus-Lederer-Plakate. Und sein Motto ist: Mit euch mach ich alles.
Der Wahlkampf Etat beträgt dort 1,4 Millionen Euro und die Berateragentur ist DIG-Plus. Kommen wir zur CDU und Kai Wegner. CDU ist ja nichts mehr vorhanden, außer dass Frau Grütters wieder antreten will. Und die CDU hat in Berlin 300 Großflächenplakate. Da hat der Uwe auch noch was griffbereit. Du hattest was von der CDU. Ein verdeckter CDUler. Da müssen wir gleich mal hin. Genau. Ich nehme dir das nur kurz ab, damit wir das mal in die Kamera. Genau. Also der liebe Uwe hat was von der CDU. Denk mal wieder zu mir. Okay. Und zwar, da können wir was, können wir gleich Werbung machen. CDU Neukölln. Einladung zur Bürgersprechstunde, ein gewisser Robin Juntke. Also nicht der Sohn von Harald. So sieht das aus. Die CDU Berlin wirbt ja jetzt in Gelb und Schwarz. Gab es ja schon mal den Vergleich. Diese komische Orange ist schon eine gewisse Internetseite. Da kann ich auch mal was dazu. Ja, so sieht das aus. Also wenn man in Neukölln zu Hause ist, 17. August, Einladung zur Bürgersprechstunde. Ja. Immerhin. Uwe. Und wolltest du da eins noch behalten? Nee, ich wollte noch was dazu sagen. Und Uwe wollte noch was dazu sagen. Dann schwenkt man noch mal rüber zu Uwe. Also das ist so, wenn man, da habe ich einmal angerufen und dann hat er mich gefragt, welches Thema. Und dann habe ich gesagt, ich wollte mal mitsprechen. Nein, das geht nicht. Ah. Ja, so sieht's aus in der. Es ist alles nur Fake. Bei der CDU. Es war einmal. Ja. So ist es. Genau. Bei der CDU hat der einfache Bürger nämlich nichts mehr zu sagen. Ja. Kommen wir noch zu den CDU. 300 Großflächenplakate und 7000 Kai Wegner Plakate. Und jetzt das Motto von der CDU: Berlin. Unser Berlin bereit für mehr. Ja, mehr abkassieren, oder mehr Irrsinn. Ja, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Buh, die Berliner CDU taugt nicht mehr. Können wir Buh machen. Buh, hat nichts mehr mit Kohl zu tun. So, kommen wir zur FDP. Ich habe jetzt nur die Großen rausgesucht. In Berlin treten ja über 20 einzelne Parteien an. Hm. FDP 500 Großflächenplakate. Achso, wir haben doch vergessen, mal einmal zurück im Gedanklich. Die CDU gibt für diesen Wahlkampf, also für solche Zettel, 2,9 Millionen Euro Wahlkampf aus, also Geld aus. Und die Berateragentur. Stinkefinger? Ja, Stinkefinger. Da war wieder falsche Finger. Ja. Und die Berateragentur ist Kampanjing Burau. Für alle Insider, die es interessiert. FDP, 500 Großflächenplakate, davon 10.000 mit Sebastian Schaja. Das im Übrigen ein Enkel von dem damaligen Herbert Schaja, der ja mal beim Bund der Vertriebenen tätig war. Aber diese Jüngeren aus der Familie interessiert das ja alles nicht. FDP, CDU, alles vergessen, wird nicht angesprochen. Für was der Großvater da noch vorbildlich gekämpft hatte. So, kommen wir zur FDP. Dort, wie gesagt, 500 Großflächenplakate, 10.000 Sebastian Schaja, da war ich stehen geblieben. Und das Motto bei der FDP: Holen wir uns die Zukunft. Zum Wahlkampfetat möchte die FDP allerdings keine Angaben machen. Und die Berateragentur nennt sich erstaunlicherweise Heimat. Kommen wir zur AfD Berlin. Dort gibt es 59 Großflächenplakate. 50, ich habe auch noch nicht gesehen, aber kleinere habe ich schon mal gesehen. Aber auch wenig. Auch wenig, ja. Dann werden 50 Kerstin Brinker Großplakate aufgebaut und bei der AfD das Motto Berlin aber normal, wir haben es schon gehört. Und die AfD hat ca. 500.000 Euro Wahlkampfetat in Berlin. Kleine Partei ist ja auch noch neuer. Ja. Und das sind aber doch durchaus 500.000, auch schon eine Summe, mit was man durchaus was machen kann. Ja,
Was sagt bei uns die Uhrzeit? 10 vor ungefähr. Haben wir noch ein paar Minuten? Gibt es von mir noch einige Meldungen sozusagen zum Schluss? Oder aus dieser Woche? Da ist einmal die Meldung gewesen, ein 45 Meter Rotorblatt einer Windgeneratoranlage ist in die Tiefe gestürzt und das in Österreich. Ein 45 Meter langes Rotorblatt eines Windrades ist am Samstag letzte Woche im Windpark Linzendorf in Niederösterreich im Bezirk Gensern-Dorf abgebrochen und aus rund 100 Metern Höhe auf ein Feld gestürzt. Beim Zwischenfall sei niemand zu Schaden gekommen, berichtete ein Sprecher. Dann hat sich Herr Orban geäußert, und zwar war der eingeladen beim Fox News Sender, also ein Interview zu machen, und dort erklärte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban gegenüber Tucker Carlson, das ist ja dort der Moderator von dem Exklusivinterview, die Einwanderung nach Ungarn ist kein Menschenrecht, niemals, das ist unser Land. Kurz und knapp zusammengefasst, finde ich doch super von Herrn Orban. Dann hatten wir noch, das Landesamt für Flüchtlingsfragen in Berlin beklagt Asyltourismus. Die Asylsuchenden sind viele Moldawier. Was ist los am Ankunftszentrum für Asylsuchende in Wittenau? Der RBB berichtet von Schleuserkriminalität, Drogenmissbrauch und Erschleichung von Sozialleistungen. Die BZ hat sich vor Ort ein Bild gemacht. In einem Brief des Berliner Landesamtes für Flüchtlingsfragen, LAF, an die zuständige Senatsverwaltung sollten die dortigen Zuständigen ans Licht gekommen sein. Das LAF warnt davor, dass viele Asylsuchende aus Moldawien vom Geld angelockt seien. Von bis zu 4.500 Euro in bar für Großfamilien ist die Rede. LAF-Sprecher Sascha Langenbach zur BZ, 150 Euro Taschengeld pro Person im Monat gibt es. Es kann aber auch mehr werden. Das scheint sich in der von Armut geplagten Republik Moldau rumgesprochen zu haben. Ja, und dann gab es noch eine Meldung, also wie gesagt, Hilfe ist ja sinnvoll, aber vor Ort und nicht alle in Berlin. Dann gab es eine Aussage von Herrn Bosbach, ein langjähriges CDU-Mitglied, und der hat jetzt offiziell gesagt, der ehemalige Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Wolfgang Bosbach, hat angekündigt, seine Partei künftig nicht mehr im Wahlkampf zu unterstützen. Grund seien die Reaktionen auf seinen Auftritt mit dem CDU-Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen in Thüringen, sagte Bosbach. Und deshalb, wie gesagt, da er kritisiert worden ist, unter anderem von eigenen CDU-Anhängern oder Mitgliedern, hat er jetzt gesagt, Wolfgang Bosbach will er künftig die CDU nicht mehr beim Wahlkampf unterstützen. Vollkommen zu Recht. Was hat man noch? Jeder Vierte in Deutschland hat inzwischen einen Migrationshintergrund. Der Anteil der Menschen mit ausländischen Wurzeln steigt auf rund 18,7% im Jahr 2009 und auf heute 26%, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden mitteilte. Der Anstieg geht in erster Linie auf den Zuzug von Arbeitskräften aus dem europäischen Ausland und die Zuwanderung aus Krisenregionen zurück. Innerhalb Deutschlands zeigten sich jedoch erhebliche Unterschiede. Während laut Berechnung des Bundesinstituts beispielsweise 36,5% der Bevölkerung Bremens einen Migrationshintergrund haben, trifft dies nur auf 7,8% der Thüringer Bevölkerung zu. In den anderen ostdeutschen Ländern liegen die Anteile nicht viel höher. Da liegt der Ausländeranteil auch in Hamburg mit 33,9% und in Berlin mit 33,1% relativ hoch. Große Städte und Ballungsräume ziehen dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung zufolge Neuankömmlinge besonders stark an, weshalb der Anteil von Menschen mit ausländischem Hintergrund in diesen Staaten höher ist als in Flächenländern. Aber auch wirtschaftlich starke Flächenländer mit großen Verdichtungsräumen und international tätigen Unternehmen wie Hessen haben bereits 34,4% Ausländeranteil oder Baden-Württemberg mit 33,8% haben einen Anteil mit ausländischen Wurzeln. Dieser geht auch auf den starken Zuzug von Gastarbeitern und ihren Familien in den 50er und 70er Jahren zurück.
EU-Parlament sehen Abtreibung als Menschenrecht, das hatte ich neulich schon mal gesagt. Denn die Linkspartei will Sarah Wagenknecht ausschließen. Und Tschechiens Präsident Miloš Zeman möchte in seinem Land keine LGBTQ-Plus-Demonstrationen. Tschechiens Ministerpräsident Miloš Zeman hat sich gegen das Zuschaustellen von Sexualität ausgesprochen und Zeman nimmt Ungarn wegen seinem Gesetz in Schutz. Zeman nahm die ungarische Regierung in Schutz, die wegen eines Gesetzes gegen die Verbreitung von LGBT-Inhalten an Schulen in der Kritik steht. Zwar sei er nicht grundsätzlich gegen einen Sexualkundeunterricht, der auch solche Themen umfasse, aber nur an weiterführenden Schulen und nicht für Grundschüler sollte das Thema, könne das Thema nicht richtig verstehen. Wie vollkommen richtig. So ist es, so ist es, im Kindergarten. Ah, ehrlich? Ja, mit irgendwelchen Püppchen oder sonstigen. Ja, dann hatten wir ja die Meldung, auch schon letzte Woche, Grüne dürfen nicht bundesweit zur Wahl antreten. Mhm. Parteizoff im Saarland verhindert Bildung einer Landesliste für die Bundestagswahl. Heißt damit, die Saarländer können nicht mit der Zweitstimme für die Grünen stimmen. Deutschland zahlt Rekordbetrag in EU-Haushalt. Im vergangenen Jahr flossen einem Medienbericht zufolge so viel Geld aus Ungarn, aus Deutschland an die EU wie nie zuvor. Polen ist der größte Nettoempfänger, auch Ungarn profitiert. Trotz der Corona-Krise hat Deutschland im vergangenen Jahr einen Rekordbetrag in die europäische Gemeinschaftshaushalt eingezahlt. Nach Berechnung der Nachrichtenagentur dpa wurden im letzten Jahr netto etwa 19,4 Milliarden Euro nach Brüssel überwiesen. Frankreich steuerte unter dem Strich 9,5 Milliarden dazu und Italien mit rund 6,3 Milliarden Euro weniger als ein Drittel. Der in absolute Zahlen größte Nettoempfänger war den Berechnungen zufolge Polen, das aus dem EU-Haushalt 12,4 Milliarden Euro mehr bekam, als es einzahlte. Demnach folgte Griechenland mit 5,6 Milliarden Euro sowie Rumänien und Ungarn mit je 4,7 Milliarden Euro. So, das war's von meinen Kurzmitteilungen. Dann haben wir noch was, Stichwort Maria, und zwar war ich doch sehr verwundert, was damals, was letzte Woche dort zu lesen war, das zeigen wir hier mal den Zuschauern, bei Maria sozusagen, unserem Anbieterin, gab es einen illustren Chatverlauf und da gab es doch so einiges zu lesen, ich lese das euch mal vor, das halten wir hier auch noch mal rein. Und zwar unter anderem hat dort geschrieben ein Heinz Bruck, das ist erstmal vernünftig, schönen Abend Maria. Denn schreibt auch der Heinz Bruck noch, heute läuft der Stream wieder wunderbar, auch in Ordnung. So, jetzt wird's lustig, ein gewisser Gerhard, ich würde den Moderator gern persönlich kennenlernen, ich finde den süß. Nein, oh Mann. Ja. Oh Mann. Ja. Ja, Petra hat ein Herzchen, hat ein fröhliches Gesicht gemacht. So, dann geht es weiter. Ein Heinz Brunk. Warum nicht alle drei Strophen? Ja, das können wir uns ja mal überlegen. Sind ja alle öffentlich. Dann wieder der Gerhard. Der hat schöne Brüstchen. Denn ein gewisser Jackie Schmidt, der Moderator, ist ein André Norchochrom-Typ, also ein Schizophrener, um es mal auf Deutsch zu übersetzen. Denn der Gerhard wieder, stell mir ihn gerade nackt vor, süß. Also Gerhard, wie kannst du nur? Und das hatte noch nicht das Ende. Da ging es noch weiter bei Maria. Jetzt, kurze Zeit später, Gerhard, habe mich verliebt, denn ein Egon Kremzow lasst wohlbeleibte Männer um mich sein mit glatten Köpfen und die nachts gut schlafen. Denn tut sich die berühmt-berüchtigte, ja, Boris filmt mich gerade ab, dankeschön. Denn tut unsere berühmt-berüchtigte Monika Tillmanns von der Forschungsgruppe. Der Kleine ist aber auch süß. Damit war der gemeint, unser ja. Thorsten K. aus Berlin B. Schöne Grüße.
Also Monika Tillmanns, der Kleine ist aber auch süß, denn wieder der Egon Kremzo, der Cassius dort hat einen hohlen Blick, er denkt zu viel, die Leute sind gefährlich. Cassius war ja damals der Verräter bei Caesar. Und dann nochmal Jackie Schmidt. Cassius heißt er. Cassius, genau. Dann nochmal Jackie Schmidt, Gerhard. Der Dicke ist meiner. Also Petra, kleine Kritik von mir. Du mal deine Zuschauer zumindest mal ein bisschen kritisieren. Ja, genau. So, dann habe ich noch was mitgebracht. Ja. Und zwar die Siegessäule. Ja. Ja? Und da haben wir ja schon gesehen, wer macht auf der Siegessäule, wer macht bei der Siegessäule Reklame? Die SPD, Frau Giffey. Und bei Frau Giffey steht, deine Wahl, deine Stadt, ganz sicher Berlin, am 26.09. oder ab 16.08. per Briefwahl. Alle stimmen SPD. Natürlich. Ja, und wer sich denn in der Siegessäule noch tummelt, ist unter anderem denn ein Beitrag von Olaf Scholz. Ja, da will er vermutlich Bratwürstchen rausgeben. Dann haben wir natürlich noch, was sollte fehlen, gewisse Herr Schaja ohne Rücksicht auf Wahlchancen unter der Überschrift. So sieht das dort aus. Daneben an, bald wieder in der Sauna, zwei Herren. Man muss schon wieder an Herrn Spahn denken. Ja, und wer taucht noch auf? Den haben wir vorhin schon gesagt. Kai Wegner, vernünftige Neuordnung, CDU Berlin. Ja, und von mir nochmal, liebe Zuschauer, ganz eindeutig und auch an die Zuschauer von Petra. Wer? Maria. Oder Maria. Solange es noch nicht Dieter ist, geht's. Wer als Frau immer mit einer Frau zusammen ist und wer als Mann immer mit einem Mann zusammen ist, die jeweilige Familie stirbt dann aus. Es bringt nichts. Da freut sich nur der Sensenmann. Das von mir. Ja, und am Schluss noch, zum Allerschluss, sei noch gesagt, wir sehen uns wieder bereits nächste Woche. Und von mir noch, im Übrigen, ich stehe nicht auf Frauen, ich sitze lieber drauf. So, das war's zum Schluss. Das war's zum Schluss von mir. Haben wir doch mal den Breitseite gegeben, genau wie die neue Seite mit dem grünen Mist.de, die nämlich auch aufdeckt, was bei den Grünen so los ist. Das war's von uns für heute. Wir haben es kurz vor 19 Uhr. Wir sind nächste Woche wieder da und bis dann sagen wir Tschüss aus Berlin und zum Schluss Roswitha Nationalhymne. Freiheit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Wunderbahn. Blühenwarte dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühenwarte Gesundheit. Ja. Gesundheit, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Macht's gut. Wir grüßen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Merkel muss weg. Ja, damit die 221. Veranstaltung Merkel muss weg Mittwoch. Und von uns machen Sie es gut, auf Wiederschauen. Und ja, möge die Blödzeitung mal wieder zur Vernünftigen werden. Und dann heißt nämlich, und dann wird vor allen Dingen umgesetzt, Kanzlerin, wir wollen Einigkeit und Recht und
Freiheit und eine vernünftige Zeitung zum Lesen, so wie es Axel Springer früher mal hatte. Im Übrigen 60 Pfennige der Preis. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut, einen schönen Abend, wo immer Sie zuschauen. Nächste Woche sind wir wieder dabei und schon als Vorabinformation am Freitag bereits ab 18 Uhr in Berlin-Kreuzberg, dort in der Zimmerstraße 26, erinnern wir an die Folgen des Mauerbaus am 13. August 1961. Soweit von uns für heute. Die Stimme hat durchgehalten. Jetzt ist aber auch Schluss. Macht's gut, einen schönen Abend. Grüße an Franz Wiese und bis bald.